war es so jung, so naiv, süße 16. Ihre Eltern wollten nicht, dass sie alleine abends weggeht. Doch sie wollte was erleben, nicht ständig zu Hause sitzen. Deshalb hat sie sich oft abends heimlich aus dem Haus geschlichen. Und auch in dieser Nacht schliefen ihre Eltern schon, als sie mit ihren Freundinnen auf High Heels um die Häuser zog. Keiner konnte ahnen, was wenig später dann geschah. Es war kurz nach Mitternacht, sie saß alleine an der Bar. Sie wollte gerade ihre Jacke nehmen, aufstehen und nach Hause fahren, als er plötzlich vor ihr stand und ihr tief in die Augen sah. Er war genau ihr Typ, sie dachte, das muss Schicksal sein. Doch als er auf sie zukam, sah sie, er war nicht allein. Sie war zu dritt, doch er sah sie, dachte, sie ist echt krass. Sprach sie an, mach doof nett, spendiert ihr was. Sie war ein schüchternes Mädchen, ihre Haut war so zart. Und er merkte gleich am Anfang, dass sie glaubt, was er sagt. So wurde aus einem Drink zwei Drinks, im dritten kam die Pille rein. Er meint, die Jungs, wir nehmen sie mit, heute wird sie willig sein. Hand am Po, Zunge in den Hals, so machen wir das. Heute ficken wir zu dritt, sag mal bitte, wie krass. Sie merkte nichts mehr, nur dass alles sich dreht. Sie war jung, naiv und dachte, es wäre alles okay. Die drei schleppten sie zum Auto, um nach Haus zu fahren. Es lag Nebel in den Straßen, als der Abend seinen Lauf nahm. Du wolltest alles doch, sag mir jetzt, was ist das? Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Morgens frischer Apfelsaft, abends tot im Plastiksack. Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Du wolltest alles doch, sag mir jetzt, was ist das? Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Morgens frischer Apfelsaft, abends in einem Plastiksack. Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Zu Hause angekommen, geht alles ganz schnell. Lass uns zur Sache kommen, Kleine, denn schon bald wird es hell. Er schmeißt sie aufs Bett und reißt ihr das Kleid vom Leib. Schreit sie an, hör endlich auf zu heulen und mach die Beine breit. Guck sie euch an, wie sie jetzt da liegt, dieses Flittchen. Sei ein braves Mädchen, komm schon und gib Papa jetzt ein Küsschen. Los, verdammte Schlampe, ich weiß, du willst es doch auch. Sie verliert langsam das Bewusstsein, während der sie missbraucht. Jetzt geht alles ganz schnell, auch seine Jungs sind nicht ganz zimperlich. Sie ficken sie und stülpen ihr eine Tüte über ihr Gesicht. Ihr kleiner Körper liegt wie tot auf der Couch. Und als einer der Jungs zum Handy greift, nimmt das Drama seinen Lauf. Jo, ich bin's, Mann. Was los? Digga, ich hab hier so eine miese, dreckige Schlampe, Alter. Gangbang, Frischfleisch, ich seh zu, dass du rumkommst. Yeah, Mann, bis gleich. Bis gleich, ciao. Er nahm den letzten Schluck auf seinen Glas. Gute Jungs, dachte er, ab zur Bahn, drei Stationen fahren und dann noch hacken. Yeah, er stand vom Haus, ging die Treppe rauf. Dritter Stock, ein Kollege macht ihn auf. Zeig mir diese Flitte, komm. Er führt ihn in das Zimmer, gleich bei der Küche. Er sieht den Körper eines Mädchens mit dem Kopf unter einer Tüte. Er sagt, guckt euch diese Schlampe an, ich schände sie, glaub mir. Er zog sich aus und war brutaler als ein Raubtier. Er ließ sie nicht gehen. Als sie da lag wie eine Leiche, sagte er, verdammt, ich will jetzt ihr Gesicht sehen. Er glaubte, es sei besser. Er nahm die Tüte von ihrem Kopf und blickte tief in die Augen seiner Schwester. Ihr habt die Kraft, die machen euch alle klein. Ich hab meine eigene Schwester gesehen. Du wolltest alles doch, sag mir jetzt, was ist das? Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Morgens frischer Apfelsaft, abends tot im Plastiksack. Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Du wolltest alles doch, sag mir jetzt, was ist das? Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Morgens frischer Apfelsaft, abends in einem Plastiksack. Es kommt so anders, als man denkt, wer hätte das gedacht? Thank you.